Hallo zusammen, in einem der letzten Videos habe ich ja diese 3D gedruckte Pfanne aus Aluminium gegossen. Ich habe aber auch geschrieben, dass ich die nicht zum Braten nehmen werde, weil Aluminium nicht so ganz gut ist für die Gesundheit. Deswegen gieße ich heute diese Pfanne aus Gusseisen. Viel Spaß mit dem Video. Als Quelle für das Gusseisen nehme ich diesen alten Schraubstock hier. Der war an meiner Werkbank dran, allerdings ist das Gewinde hier rausgebrochen und das kann ich auch nicht wieder reinmachen. Und jetzt muss ich nur einen Weg finden, den zu zerkleinern. Das hier sind jetzt ein paar von den kleinen Gusseisenteilen. Wie man gesehen hat, habe ich die am Schluss einfach diese Schraubstockteile heiß gemacht und drauf rumgeschlagen. Dann zerbricht es ein bisschen einfacher. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was in meinen Tiegel geladen und der kommt gleich in den Ofen, aber drunter kommt noch dieses Stück von einem Schamottestein, damit die Flamme unter dem Tiegel besser brennen kann. Eine Woche vergangen. So sieht er aus. Man sieht, das schaut nicht irgendwie wie eine Pfanne aus. Das war, weil ich vergessen habe, die Form mit Schraubschwingen zusammenzuhalten. Deswegen ist das Metall zwischen den Formhälften geflossen. Dann wollte ich noch einen Guss machen. Allerdings hat was beim Formen nicht geklappt und bis die Form halb fertig war, war eh das Gas leer. Deswegen habe ich jetzt eine neue Gasflasche und es gibt einen neuen Versuch. Hier im Tiegel habe ich wieder ein paar Gusseisenstücke und ich habe auch ein Stück Pappkarton unter den Tiegel gelegt, damit der Tiegel nicht an dem Stein, der drunter liegt, dran klebt. Und jetzt hier neue Form, neues Glück. Der Guss hat jetzt super funktioniert, ein bisschen ist das Metall an den Seiten weggeflossen und in den Sand hätte ich ein bisschen Holzkohle oder Kohlepulver hinzufügen müssen, dann klebt der Sand nicht so dran, aber das macht nichts, das tue ich zu Hause dann mit der Stahlbürste sauber machen und die Unterseite hier das Teil abflexen, aber es hat super funktioniert, deswegen gieße ich jetzt noch gleich eine zweite Pfanne und vielleicht dann auch noch eine dritte. Thank you.
Das hier ist jetzt alles, was ich übrig habe. Ich habe natürlich die erste Pfanne wieder eingeschmolzen und weiterverwendet. Das ist die zweite, die ich gegossen habe. Die ist super, nur ein bisschen schleifen muss ich die. Die dritte hatte ein Loch, deswegen habe ich sie sofort wieder eingeschmolzen und für die vierte Pfanne verwendet. Die vierte Pfanne hat hier an der Seite allerdings auch ein Loch. Ich werde die beiden Pfannen jetzt trotzdem mal in der Werkstatt die ganzen Angus und so abmachen und die Pfannen dann ein bisschen schleifen. Und danach sehen wir uns wieder in meiner Küche. Die Pfanne ist jetzt schön sauber und geschliffen. Ich habe sie auch schon einmal abgespült. Deswegen mache ich die jetzt am Herd heiß. So heiß es geht und reibe sie dann mit ein bisschen Sonnenblumenöl mit einem Papiertuch ein. Dann entsteht da so eine schwarze Beschichtung drauf, dann bleibt das Essen nicht kleben und sie fängt nicht an zu rosten. Und dann ist sie eigentlich schon fertig. Sieht hässlich aus, schmeckt aber super. Kein komischer Beigeschmack nach Eisen oder Kupfer oder was weiß ich was. Also vielen Dank fürs Anschauen. Jetzt könnt ihr rechts und links zwei andere Videos von mir anschauen und in der Mitte meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video.